Oh yeah, ich hab's vermisst. Ich weiß echt immer nicht so richtig, in welche Richtung ich hier den Stick bewegen soll. Das ist mir manchmal alles ein bisschen zu undeutlich. Ja, ja, der ist auch gerade besessen. Also das... Dieses Ding da aus der Tiefe ist gerade in ihn hinein. Aber warum ist das Vieh nur in ihn hinein und nicht in sie? Muss ja einen Grund haben. Außerdem ist jetzt hier plötzlich die Tür auf. Ja, hier sind wir nicht hergekommen. Mich falsch ausgedrückt. Ja, es ist, ey, Aiden wird auch irgendwie sowas sein. Das ist ja eine unerklärliche Materie letzten Endes. Deswegen ist sie ja wahrscheinlich auch die Rettung der Menschheit. Aber es ist noch nicht so ganz erklärt, wo das herkommt. Haben die diese Portale künstlich erschaffen in dieser Anderswelt oder... nicht durch. Normal. So, jetzt aber. Bleib bei mir, okay? Ah. Ist ein bisschen wie bei Layers of Fear. Hier nicht drüber, natürlich nicht. Aber einen kann hier auch nichts machen. Wir müssen hier hinten rum. Ach so, ich musste. Oh. Ja, schon schön, wenn das ein bisschen angekündigt wird, dass wieder Quicktime-Events kommen. Danke.
Ja, also so habe ich jetzt. So habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Der, wohin entschwindet die Energie, wenn ein Mensch stirbt? Und ist das die Energie, die wir hier erleben? Komm von Feuer zu Eis. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Ungesehen? Mal selber gucken. Hier weiter komme ich nicht. Einfach laufen. Also, ja, ich denke, man kann vielleicht vieles auch mit Physik, Chemie, Biologie etc. erklären. Aber es gibt so Sachen, da mache ich mir gar nicht so die Gedanken drum. Ist halt so, wie es ist. Wer von denen hat hier eine Karte? Gebrauchen könnte. Sieht so aus. Kann ich nicht angucken? Auch nicht angucken? An dem komme ich hier nicht mal vorbei. Ist der hier echt nicht sein? Er sitzt noch einer an der Wand. An der Tafel stand auch gerade was mit kinetischer Energie und so. Vor die Tür zu. Geht doch. Ich bin gespannt, was uns jetzt gleich erwartet. Ich glaube, hier geht's gleich richtig ab. Was ist das da? Ich glaube, das ist das Portal. Irgendwas schief gegangen ist.
Portal zur anderen Seite. Müsste es doch einfach nur ausschalten. Irgendwas passiert da. Der Energielevel im Kondensator steigt immer noch weiter. Wir müssen ihn jetzt runterfahren. Los! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Es ist halt auch interessant. Sie steht halt jetzt hier drin. Diese Energien, die könnten einfach durchs Fenster kommen. Es ist ja schließlich schon kaputt. Aber tun sie nicht. Wollen die noch irgendwas probieren? Mal kurz mit beiden. Irgendwas machen. Nee. Das ist eine gute Idee. Ich meine, ich wollte sowieso gerade hier reingehen, aber ich erwarte Quicktime-Events. Ich mache mich bereit. Ich sprinte ganz schnell zur Konsole. Ich renne und du beschützt mich vor den Existenzen, okay? Du rennst ganz schnell, hast du gesagt. Dann geh halt schneller die Leiter hoch. Verdammte Axt. Los. Ach, das auch noch. Der zeigt hier rüber, also muss man hier lang. Die Leiter! Ein los! Okay, wir müssen da lang.
schaffen das. Wie langsam dir die Leiter hochgeht. Was muss ich tun? Gehst du nicht kaputt? Ich muss Dominanz zeigen. Okay. Zeige Dominanz. Bin jetzt drüben? Nein, so. Auch zu. Die Tür oder so. Sah jetzt erstmal nicht so erfolgreich aus. Aiden, bist du da? Ich dachte, du wärst weg. Jody. Ich hätte dich da niemals reinschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein.
So, ich war dominant genug, ne? Ich hab's den Viechern gezeigt. Ich hab's irgendwie rausgeschafft. Das war jetzt aber eine lange, lange Szene. Obdachlos. Man hätte den Kondensator auch nicht ausschalten können? Ich glaube, das ist immer noch jetzt quasi auf der Flucht. Nur, dass mittlerweile Winter ist. Aber in der Startszene hatten wir doch kurz geschorene Haare. Wir haben hier noch längere Haare, also passt noch nicht ganz zusammen. Viele Zweien in der Telefon. Hallo? Nathan? Jody? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Okay. Hiervon aus, er wird es rausfinden, wo sie ist. Nicht vielleicht helfen? Hey, wer ist da? Ich muss mir das einbilden. Nein! Komm schon. Trink. Hey.
wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich habe dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist deren Sache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Vorsicht, heiß. Stimmt, Julia. Zum Glück muss man nur ab dem Hänger gerade nochmal neu. Wie lange bist du schon auf der Straße? Nicht ganz das ganze Kapitel. Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett ab, ey. Woher kenne ich denn die Stimme? Sogar, dass man nichts hat. Vor. Auf der Flucht. Eltern. Durchgeknallter Freund, sowas. Ich glaube, ich bin auf der Flucht vor mir. Sind wir das nicht alle? Sind wir das nicht alle, Kleine? Das Problem ist nur, du kommst nie weit genug, um zu vergessen, wer du warst. Kannst du irgendwo hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Mach's gut, Franzi. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ja, wir sehen uns schon ganz, ganz, ganz bald wieder. Ich kündige den nächsten Stream auf jeden Fall an. Bleib. Ich möchte das Spiel ja auch sehr gern schon schnell durchbeenden. Wir können gerne alles teilen. Dass wir da nichts von der Story verpassen und vergessen vor allem. Hi. Auf jeden Fall noch mehr Leute. Klappern wir mal ab. So. Nein, das wollte ich noch nicht. Shit. Nein.